Herzlich willkommen zu Child of Light. Leider muss ich euch mitteilen, dass ich ein wenig nachsynchronisieren muss, weil es mal wieder technische Probleme gab. Aber gut, was will man machen? Das kommt überall mal vor. Es ist keine Absicht gewesen. Ja, und eigentlich wollte ich euch auch noch mitgeteilt haben, warum es bei der letzten Folge so viele Lags gab. Das lag daran, dass es an sich starke Internetprobleme gab bei mir in der Stadt. Also nicht nur ich hatte das Problem, vielleicht manche von euch sogar auch, ich weiß es nicht. Aber gut, dann versuche ich es jetzt mal nachzusynchronisieren, was es jetzt das erste Mal für mich ist. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ja, und wir sind jetzt dabei, dass wir hier jetzt den ersten Kampf haben. Wir haben Finn dabei. Finn, weil das halt drauf hat. Nein, weil er ist unser Magier. Mit Blitzattacken kann er hier ja gut was machen. Aurora setzt in dem Fall jetzt eine Lichtattacke ein, weil das gut gegen dieses Sensewesen da ist. Aber leider hat es uns unterbrochen. Egal, solange Finn zu seinem Schlag kommt und dadurch dieses blöde Biest hier zerstören kann, was nämlich durchaus verwundbar ist. Deswegen ist Finn an unserer Seite. Nur das ist schwierig, da zu gucken, lässt man Aurora da, die Fähigkeit hat, mit Licht umzugehen, oder setzt man Rubella ein, die heilen kann und einen schützen kann. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, auf beide kann man nicht unbedingt verzichten. Und ich weiß noch nicht gegen alle Kreaturen, was man dort einsetzt. So, jetzt ist der kleine Fisch hier seine Fähigkeiten steigern, und versuchen wir doch nochmal mit dem Blitzschlag das Monster anzugreifen, ihn zu verlangsamen. Aber gut, der ist Gott sei Dank auf Aurora gegangen, somit dass wir jetzt mit Finn angreifen können. Mit unserem Blitzschlag. Wir haben getroffen, aber dieses Vieh zeigt noch keine Schwäche. Aurora, schnellen Hieb, um ihn zu überholen, obwohl er bereits... Boah, die Sau einfach ausgewichen. Greift an. Oh nein, wir müssen mit Iniculus Aurora healen, sonst wird es ein wenig eng hier. Und schaffen wir das noch? Ja, super. Geschafft vorher, bevor dieses andere Wesen hier angreift. Und dieses kleine Biest hält verdammt viel aus. Das muss man echt mal sagen. Ja, das Verteidigen ist das Einzige, was wir jetzt machen können, wenn der Sensemann angreift. Natürlich, direkt auf beide. Klar, könnt ihr. Haben wir sonst nichts zu tun. Und jetzt müssen wir eigentlich schon wieder in die Dings gehen. Oder wir müssen wechseln, damit wir... Ja, müssen wir machen, weil wir müssen Finn erstmal Leben wiedergeben, damit wir hier weiter kämpfen können. Na, einen Überrumpler versucht, hat nicht geklappt, aber... Oh, Glück gehabt. Wir haben ihn mit einem einfachen Schlag geschafft zu besiegen. Jetzt gucken wir mal, was machen wir mit Finn. Ja, mit Feuer ist auch eine Art von Licht, weil die Wesen sind durchaus empfindlich für Feuer oder magischen Schaden an sich, wie ich festgestellt habe. Zeigt auf jeden Fall Schwäche. Jetzt können wir endlich Finn heilen, damit dieser überlebt für den nächsten Kampf, der uns wahrscheinlich nicht schon erwarten wird. Und da geht es auch schon weiter. Ja, was machen wir? Wir werden schlagen, wenn wir ihn verlangsamen. Super, konnten wir ihn überholen. Ja, da wurde ich doch glatt angeschrieben. Das passiert mir selten bei Steven, erst recht, wenn ich gerade am Aufnehmen bin. Aber gut. Da schauen wir später mal rein, was unser lieber Freund denn von uns möchte. Aber wir haben den Kampf geschafft, haben einen Stufenaufstieg für Tristis, hat wieder ein Level Up, super. Und dennoch, Finn hat ebenfalls Level Up und wir haben einen ungeschliffenen Anzug gefunden. Ja, ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich lang muss. Irgendwie müssen wir zum Tempel der Sonne, aber ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Da waren wir schon. Da oben ist so ein Bösewicht, der auf uns schießt. Hier sind wir auch schon lang. Da oben geht es denn da irgendwo weiter? Meistens zeigen die Dinger einem doch den Weg an. Da lang. Dann stoße ich mir wieder nur den Kopf. Hier waren wir auch schon. Da unten müssen wir hin, aber da kommen wir nicht hin. Ja, dann fliegen wir mal zurück. Fliegen wir hier durch. Vorsichtig, dass ich mich nicht wieder stoße. Da lang waren wir auch schon. Aua. Ja. Da lang. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Wo müssen wir denn jetzt lang? Das ist mir bis jetzt ja noch nicht wirklich oft passiert, dass ich nicht wusste, wo es lang geht, aber es ist ja manchmal gibt es diese verschiedenen Möglichkeiten, ob links, rechts oder wie auch immer. Oh, da war jemand. Den habe ich nicht gesehen. Dann Kampf. Oh, da haben wir diese Steinwesen, bei denen ich nicht wirklich weiß, was ich tun soll. Aber erstmal mit Rubella werden wir jetzt
erstmal aussuchen, was wir da machen. Schutz vor Leid ist natürlich immer das Beste an dieser Stelle, weil manchmal meinen die einen ja zu verlangsamen. So, dann setzen wir den Blitzschlag ein, natürlich auf dieses Wasservieh, wovon wir jetzt direkt zwei haben. Ah, super Glück gehabt, sind wir schneller und können im ersten Biest schon mal... Oh, wir haben Blitzschlag für alle. Ha, das hatte ich gerade übersehen. Jetzt nochmal Überrumpler für alle und... Nein, der war schneller, aber er ist auf Finn gegangen. Das heißt, wir können mit Rubella draufhauen und die anderen beiden zurückschlagen. So muss sein. So, dann schauen wir mal weiter. Finn nochmal Blitzschlag gegen alle und... Nein, dieses Biest, jetzt hat er sich auch noch geheilt. Rubella, was machst du? Heilen musste gerade keinen Schutz vor Leid, haben wir gerade. Hm, was machen wir? Was machen wir? Ein Überrumpler auf den. Genau, auf den da unten, damit wir den vielleicht zurückschlagen können. Nee, er hat uns aber Gott sei Dank nicht überholt. Somit können wir unseren Blitzschlag gegen alle machen. Kritischen Treffer, der erste ist kaputt. Na gut, dann gab es nur einen kleinen Schlag für den halt, aber gut. Diesen Gargoyle oder was auch immer, das ist keine Ahnung. Aber naja. Naja, genau, was ich auch noch sagen wollte, jetzt da ich hier gerade nachsynchronisiere, kann ich natürlich nicht das wiedergeben, wie ich sonst ausflippe oder wie ich mich ärgere wegen dieser Biester, die einen angreifen. Aber gut, ich versuche mein Bestes zu geben. Mit Finn ist das schon eine ganz geile Sache, aber diese Biester halten echt viel aus. Auch da noch, weil es sich meinte zu healen, aber wir haben Inikulus dabei, der uns immer hilft, hier die Träume zu sammeln. Damit wir hier einen vernünftigen Kampf liefern können. So, dann nochmal einen Blitzschlag, dann müssten wir noch jetzt langsam haben, oder? Und los, Finn! Yep, verheerend. Da ist er down. Super. Ja, dann hauen wir den jetzt mal mit normalen Attacken ins Gesicht. Gut, haben wir geschafft, dann schneller. Haben ihn unterbrochen. Schaffen wir es, ihn noch zu überholen? Ja, jetzt machen wir am besten mal Wasser. Ich würde vermuten, Stein. Ich denke da immer so ein bisschen wie bei Pokémon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da, wo ich dann denke, ja, wir müssen jetzt hier Wasser gegen Stein und so weiter. Das macht auf jeden Fall Schaden. Magischen Schaden fressen sie auf jeden Fall genug. Los, Rubella, jetzt schnell den Überrumpler. Genau, auf ihn. Aber das ist nicht so viel Schaden. Aber egal, versuchen wir nochmal... Eine Wasserattacke? Ja, machen wir nochmal. Monsun. Kaputt. Da zerfällt er zu Staub. Dann hätten wir das auch geschafft. Oh, Onegos ist ein Level Up. Und Robert ebenso. Noch jemand? Oh, wir haben einen geschliffenen Rubin gefunden. So, dann wollen wir mal schnell beim Skill Tree. Wir machen weiter mit dem sicheren Schuss. Bei Finn... Wollen wir auch gucken, dass wir bald soweit sind. Zorn der Kapili. Oder gehen wir hierhin auf Monsun gegen alle. Hm. Machen wir erstmal so in Richtung Zorn der Kapili. Kapili, so. Onegos, was machen wir bei dir? Ja, ich glaube, der Weg hier ist ganz gut. Den werden wir tun. Bei Tristis wollen wir jetzt gucken, dass wir ultimative Schutz für alle. 6 Runden lang 15% weniger Schaden. Ist eine geile Sache, würde ich jetzt mal behaupten. Hier oben kommen wir nicht weiter. Kommen wir denn da weiter? Hier zwischendurch. Oh, da unten ist noch eine Kiste. Oh nein. Oh, ich will nicht kämpfen. Und was finden wir Feines? Starkes Haltunikum. Direkt 3 Stück. Oh, da oben haben wir auch noch was übersehen. So, hier sind wir wieder bei dem Blitzproblem. Na ne, hier sind wir jetzt wieder am Anfang. Aber ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergeht. An dem Ding anscheinend nicht. Können wir auch mit Inikulus nicht viel machen. Außer, dass wir hier Schaden kriegen, wenn wir hier stehen bleiben. Taktisch unklug. Da unten lang sind wir auch schon. Hm. Nein, nicht kämpfen, ausweichen, runter und... Ah, nein, scheiße. Also doch kämpfen, na gut. Dann wollen wir mal, aber nur 2 Gegner. Wir haben Rubella und Finn am Start. Direkt erstmal Schutz vor Leid, dass die uns nichts können. Ja, und du machst dann direkt erstmal den Blitzschlag gegen alle. Ich hoffe nicht jetzt überholt zu werden, darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Nein, haben wir geschafft, sehr gut.
unterbrochen. Rubella ist schneller. Rubella ist schneller. Sehr gut. Überrumpler. Bam. Ausgewichen. Scheiße. Konterangriff. Naja, gut, das hielt sich in Grenzen vom Schaden her. Was mache ich jetzt? Na, das könnte zu lange dauern auf den. Aber... Ah, Gott sei Dank nur Kraft gesammelt. Los, Finn. Blitzschlag. Babam. Mann, diese Biester, dafür, dass das nur so kleine Würmchen sind, halten die extrem viel Schaden aus. Den hauen wir erstmal wieder nach hinten. Aber der kontert jedes Mal, wo ich mir denke, ob sich das so lohnt. Blitzschlag für alle. Nein, nein, nein. Oh, Rubella, versuch. Schaffen wir das? Nein. Ah, natürlich, direkt ein Doppelangriff, dass beides unterbrochen wird. Ja, genau, ey, ich hasse diese Wasserviecher. Wirklich. Oh, Rubella, du musst dich heilen, schnell. Mein Iniculus ist schon dran und halte ich ebenso, aber... Den brauchen wir auch gleichzeitig noch, um die Gegner zu verlangsamen. Was, wenn, 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 wenn? Sehr gut. Jetzt stirbt. Geh kaputt. Ja, den haben wir schon mal down. Jetzt müssen wir den nur noch normal kaputt schlagen. Kaputt schlagen. Oh, immer diese Konterangriffe, das ist voll nervig. Feuer frei. Und, Rubella, du machst auch nochmal einen Überrumpler. Ich glaube, dann müsste es gewesen sein. Aber wenn ich sogar jetzt schon nach dem Feuerschlag... Jupp, das hat gereicht. 318 Schaden ist nicht gerade wenig. Aurora ist ein Level-Up. Supergeil. Und einen ungeschliffenen Amethyst. Dann schauen wir jetzt mal, wo es weitergeht. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir hier lang müssen eigentlich. Links zum Palast der Sonne. Ja, links. Ja, dann fliegen wir doch mal nach links. Unterm Wasserfall durch. Hier ist dunkel, da kommen wir nicht durch. Runter. Kann man an dem Ding was machen? Nee. Das sieht so aus, als ob. Ah, da ist schon wieder so ein Fischding, das will bestimmt wieder auf die Fresse hauen. Oder habe ich ja keine Lust drauf. Träume sammeln. Ah, der will auch bestimmt kämpfen. Da kommen wir jetzt so nicht hoch. Heißt, müssen wir unten rum. Aber ich will nicht gegen den da kämpfen. Hier unten geht es nicht wirklich weiter, nur zu der Kiste wieder. Wo waren wir schon? Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Da waren wir auch schon. Ich drehe mich hier gerade echt im Kreis. Da unten ist eine Kiste, ja, das ist ja schön und gut, aber weiterkommen tue ich jetzt nicht wirklich. Hier hoch. Pack. Oh, jedes Mal. Oh, in die Richtung. In die Richtung sind wir noch nicht geflogen. Da oben ist noch eine Kiste. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Zack, Magieresistenz und ungeschliffener Smaragd. Supergeil. Fliegen wir mal hier runter. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da haben wir jetzt noch die Kiste. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Der Weg war so offensichtlich. Und wir fliegen einfach mal geschmeidig mehrmals dran vorbei. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Darf ich nicht kämpfen. Ich glaube, jetzt, wenn wir hier durch dieses Tor gehen, kann es gut sein, dass wir jetzt schon zum nächsten Bossfight kommen. Oh. Wisst ihr, was interessant ist? Wenn man da guckt, was man im Nachhinein findet, da war, glaube ich, gerade eine... Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, da war wieder eine... Wie heißt das doch gleich? Eine... Och, ihr wisst, was ich meine. Ah, da ist noch was. Und noch eine Kiste. Ungeschliffener Turmalin. Sauber. Und dann gehen wir mal hoch. Geräusche im Hintergrund, tut mir allerdings leid. Oh, und? Becken, gib mir die freie Sicht. Zeig mir Vaters Not im hellen Licht. Euer Gnaden, die Flut wird schlimmer. Schwach ist sein Atem, er fiebert noch immer. Oh, 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 das sieht nicht gut aus, mein Papi. Vater, so erhebe dich. Hörst du das Schreien deines Volkes nicht? Also müssen wir doch jetzt noch nicht kämpfen. Oder müssen wir hier jetzt kämpfen? Oh ja, das sieht danach aus. Aber wir sind jetzt schon wieder so weit, dass das bestimmt wieder so ein langer Kampf wird, wo wir uns unnötig wird. Oh, da flog was. Oh, wir sind doch wieder so. Was ist das für ein Krach? Bleib dort, sei hellwach. Oh, ein süßer, kleiner, ganz dezenter Ekelwurm. Oh, scheiße, Mann. Immer habe ich die Kacke am Dampfen, wenn es hier kurz vor Ende ist, dass ich dann nochmal so einen Scheißkampf am Arsch habe.
Gut, dann machen wir jetzt direkt mal einen Blitzschlag auf das Große. Mit Rubella machen wir am besten erstmal wieder Schutz vor Leid für alle. Wer weiß, was die sonst noch drauf haben. Ob die uns hinterher noch verlangsamen wollen. Bam! Verwundbar durch Blitz unterbrochen, das ist schon mal gut. Aber die sind zu schnell auch, die dummen Dinger. Dann dieses Vieh, was irgendwie nicht empfindlich gegen Blitz ist und das da oben gegen... Da bräuchte ich jetzt eigentlich drei Leute, weißt du? Eigentlich ist es voll unfair hier. Drei gegen zwei. Oh, 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 oh. Inikulus, du musst schnell Finn heilen. Was machen wir, was machen wir? Blitzschlag für alle. Ich glaube, das wäre eine ganz geile Sache. Rubella heilt jetzt am besten nochmal Finn. Sauber. So, dann heilt Finn jetzt erstmal noch eine Runde was aus und teilt nochmal aus, dass wir erstmal die nach hinten schmeißen. So muss halt. Aber da ist dieses komische Sensemannwesen-Gedöns. Aber haben wir nicht irgendwelche Tränke, die wir nutzen können, um diese blöden Dinger zu verlangsamen oder uns zu beschleunigen? Erhöht das Tempo eines Verbündeten. Ja, das ist eine gute Sache. Dann kriege ich das Finden. Dann haben wir vielleicht Glück. Ja, na klar. Wir werden erstmal unterbrochen. Ja, genau. Dann verteidigen, weil was anderes ist nicht möglich. Und Rubella, du verteidigst dich am besten auch. Weil jetzt gibt's erstmal auf die Fresse. Ich hoffe, dass jetzt keine Toten hier passieren. Ah, nee. Gott sei Dank, das hält echt was aus, wenn man Rüstung auch schon erhöht hat. Immer nochmal ein Blitzschlag für alle. Ich hoffe, müssen wir den Sensemann auf jeden Fall langsamer machen. Und Rubella... Ja, gibt Finn erstmal jetzt, dass wir ihm sein Tempo erhöhen. Hoffentlich kann er dann schneller seine Zauber wirken. Und Blitzschlag für alle. Bam! Aber das macht noch nicht so viel Schaden. Ne? Also es macht einzeln mehr Schaden. Überrumpler für alle. Machen wir mal. Finn, scheiße, jetzt haben wir keine MP mehr. Wir brauchen Mana-Punkte. Ja, dann bleibt uns nur eine Möglichkeit. Genau, wir haben Inikulus am Start. Dann werden wir doch einfach mal schnell hier ein paar Träume sammeln. Blitzschlag für alle. Ich hoffe, Rubella ist schnell genug, dass die anderen nach hinten gekickt werden, dass ich schnell den Blitzschlag machen kann. Ja, sauber, Rubella. Scheiße, wir haben ja Heilung gemacht, gar nicht den Überrumpler. Natürlich wurden wir dann unterbrochen, kriegen wir noch ein bisschen in die Fresse. Ja, dann müssen wir jetzt handeln, aber was tun? Was tun? Ja, verteidigen. Das ist immer eine gute Sache. Ja, sauber, dann erhöht er nur sein Tempo. Da hätten wir auch angreifen können. Also, jetzt aber Überrumpler gegen alle. Jetzt hoffe ich, bin ich jetzt hier richtig. Und ein Blitzschlag für alle. Hau die mal zurück, Rubella, dass dieses große, blöde Mistvieh uns hier nicht stört. Der Sensemann will uns überholen. Keine Chance, keine Chance. Ja, und zu und bam! Aber das gibt immer... Oh, der Sensemann da oben macht langsam schlapp. Das ist gut. Dann holen wir jetzt nochmal Schutz vor Leid für alle. Aber bis jetzt haben die noch nie so Fähigkeiten gemacht, die uns eigentlich irgendwie schwächen, fällt mir gerade mal ein. Ja, wie gesagt, wenn man sich den ganzen Spaß ja selber nochmal anguckt, dann fällt einem so einiges aus, was man besser machen könnte. So, Finn... Handeln Sie den Donnerschlag, Blitzschlag auf alle. Nein, 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 nein. Rubella, du musst jetzt schnell handeln. Dass du den Überrumpler auf alle knallst, damit die uns da nicht. Damit die mir hier Finn nicht unterbrechen. Damit er seinen Blitzschlag vollführen kann. Und wieder ein Kampf. Ja, sauber, den Sensemann haben wir schon mal kaputt. Für Mussard. Was schreist du mich hier so an? Was macht das denn so einen Schaden? Oh nein, Finn. Und jetzt haben wir... Oh, jetzt haben wir kein Glühwürmchenlicht mehr, um Finn weiter zu heilen. Rubella muss ihn jetzt schnell heilen. Und Finn, du musst jetzt nochmal einen Blitzschlag machen. Auf zwar auf das große Biest da. Aber wir haben den Steinmann da gleich kaputt. Den haben wir gleich. Und dieses dieses Wasservieh zeigt einfach keine Schwäche. Immer noch nicht. Mann, und dann ist das auch noch so unnötig schnell. Aua, kritischer Treffer. Ja, genau, gönn dir. Erstmal halt dich selber, Rubella. Was anderes ist gerade nicht möglich. Oh, Finn, du musst dich jetzt verteidigen. Ja, super. Sammelt nur wieder Kraft. Das hätten wir uns echt sparen können. Hätten wir echt wieder
einen Blitzschlag machen können, aber wir machen, glaube ich, den gegen alle. Ja, weil dann vielleicht dieser Gogul Steinding da halt. Dieses Ding halt verreckt. Kaputt geht. Kaputt. Ins Gesicht. Los, Blitzschlag! Wie, der ist immer noch nicht kaputt. Und das ist, zeigt immer noch keine Schwäche, dieses. Boah, Mann, das kann doch echt nicht wahr sein hier. Ja, dann machen wir jetzt hier doch nochmal einen Blitzschlag, aber nur auf das Große. Das muss ja langsam mal Schwäche zeigen. Es zeigt immer noch keine Schwäche. Okay, Rubella, wir können. Ja. Kannst du mal versuchen, aber ich glaube nicht. Ah, in dem Fall Gott sei Dank auf Finn. Ja, jetzt haben wir ihn zu Klump gehauen. Da ist der Stein gebrochen. Oh, wir können wieder Sachen sammeln, dass wir hier Leben sammeln und so weiter. Dann kommt jetzt nochmal ein Blitzschlag und jetzt. Oh, scheiße. Oh, Gott sei Dank nur Kraft gesteigert. Das heißt, wir können jetzt hier endlich mal zuschlagen. Und dieses Vieh zeigt vielleicht endlich mal ein bisschen Schwäche. Nö, zeigt es nicht. Viel Leben das wohl haben. Das finde ich schon schade, dass nicht angezeigt wird, wie viel Leben diese Biester haben. Weil dann könnte man teilweise auch viel besser Sachen abschätzen. Bei Pokémon sieht man das zumindest auch. Naja. Schutz vor Leid. Blitzschlag. Nein, wir müssen schneller sein. Gut. Das ist schon wieder viel einfacher, wenn man nur noch einen Gegner hat. Ah, endlich zeigt das Schwäche. Endlich. So. Ja. Auswechseln. Gegen Onegus. So, dann machen wir da jetzt erstmal einen Donnerschlag. Oder? Ja, machen wir mal. Finn, los! Achso, wir haben erstmal einen Trank genommen, weil wir sonst nicht mehr viel zaubern können. Das ist super geil. Sammelt Kraft. Okay, ich hatte jetzt gedacht, der Donnerschlag macht irgendwas. Aber anscheinend nicht. Egal, dann machen wir erstmal einen Blitzschlag ins Gesicht. Und? Ist er jetzt kaputt? Nein, ist immer noch nicht kaputt. Aber es zeigt schon wieder keine Schwäche mehr. Oh nein. Aber Onegus wurde nicht zurückgeschlagen und greift an. Kritischer Treffer, sauber. Jetzt verstehe ich. Also da lädt sich erst auf mit dem Donnerschlag und danach schlägt er zu. Oh Mann, das muss man aber auch erstmal schaffen, weil Onegus ist nicht gerade der Schnellste. Kaputt! Geschafft, Gott sei Dank! Wir haben es geschafft! Und somit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen, Gott sei Dank. Also macht's gut. Bis dahin! Tschüss!